Der Herr sei mit euch. Ich grüße Sie alle ganz herzlich an diesem fünften Sonntag nach Ostern mit dem Tagesspruch aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Heute das Eingangslied ist 449, 1 bis 4, die güldene Sonne voll Freude und Wonne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Da wir hier versammelt sind, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn im Gebet und Loblied anzurufen, so lasset uns zuvor gedenken unserer Unwürdigkeit und vor Gott bekennen, dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken, auch aus eigener Kraft uns von unserem sündigen Wesen nicht erlösen können. Darum nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres himmlischen Vaters, begehren Gnade um Christi willen und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig.
Nimm von uns, Herr, unsere Sünder und Verleiher, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. During this morning's sermon, I'm going to be preaching on the psalm today, so we have a longer psalm than usual to read. We have portions of Psalm 22, and we'll read it together now, together. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und würden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferner, meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere, du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet, ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs, und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Herr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Vollgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und danke seiner Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Nun ist groß Fried und Unterlass, all Fried hat nun ein Ende. Der Herr sei mit euch.
Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist der Weinstock, an dem unser Leben wachsen kann und reift. Lass uns genährt von deinem Wort Früchte tragen, Früchte, die wir mit anderen teilen, zum Wohl der Menschen und zu deiner Ehre. Amen. Die Apostelgeschichte erzählt, wie ein äthiopischer Kämmerer durch Bibellektüre den Weg zum Glauben findet. Philippus, der ihn auf diesem Weg begleitet, stellt die entscheidende Frage: Verstehst du auch, was du liest? Er lädt ihn, die Bibel von Christus her zu lesen, denn in Christus wird offenbar, Gott ist die Liebe. Von dieser Liebe werden alle, die an ihn glauben, genährt und wachsen, oft ganz von selbst, so wie die Reben am Weinstock. Heute erste Lesung kommt aus der Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung würde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin führen, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Das Wort Gottes. Amen. Heute zweite Lesung kommt aus 1. Johannes 4. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn für Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen.
Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darum ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Fürcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Fürcht aus. Denn die Fürcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, den er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Den, wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Dein Wort ist meiner Fußesleuchter und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute das Evangelium kommt aus Johannes 15. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das Evangelium Christi. Wir wollen unseren Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen Lied 328, 1 bis 3. Dir, o Höchster, will ich singen. Dir, o Höchster,
doch ein solcher Gott wie du. Dir will ich meine Lieder bringen. Ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu, dass ich es tue im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefällig ist. Sieh mich, o Vater, zu dem Sohn ab, damit dein Sohn mich wiederzieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meiner Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir da oben Herzen sing und spiel. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Setzen Sie sich bitte. I want to, as I said earlier, I want to preach on the Psalm for today. And the Psalms are a wonderful book. Last Sunday in our lectionary schedule, even though you weren't here, was Good Shepherd Sunday. It was a Sunday where we remember Jesus as the Good Shepherd, and Psalm 23, of course, the most well-known probably verse in the whole Bible, talks about Jesus as the Good Shepherd. And we love that psalm. It's a beautiful psalm. It is comforting and encouraging and soothing, and we know who God is supposed to be in that psalm. We are very happy to be reminded that we are God's sheep. But this morning, we meet a very different kind of psalm in our readings. The psalm that comes right before Psalm 23, Psalm 22. These are two psalms side by side, both psalms of David sitting side by side in the Bible. But listen, listen to how these different psalms begin. We all know how Psalm 23 begins, and I only have the English in front of me, but the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. And then we read today, how does Psalm 22 begin? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferner. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und würden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul und einschütteln den Kopf. That's a very different sounding psalm than Psalm 23, isn't it? Every psalm in the Bible is very different from each other. The whole book of Psalms is unpredictable. In one psalm, we will read wonderful, beautiful words of praise of God, God's undying faithfulness and care. But right there on the next page, we will read words like these: mein Gott, warum hast du mich verlassen? That's the book of Psalms for you. Unpredictable and inconsistent. Come to think of it, it sounds a lot like what human faith is like, isn't it? It sounds a lot like our lives. Here, friends,
is exactly why the book of Psalms is so powerful. The Psalms are brutally honest. You can bring your faith, whatever condition it is in today, to the book of Psalms, all of it. Whatever state it's in, there will be a psalm for you. Some days faith comes easy. You are so filled with gratitude and thanksgiving that you just can't find the words. There is a psalm that has the words for you. But there are other days too, aren't there? Days full of doubt and questions for God. Questions that keep you up at night. And you have no words to explain what you're feeling. Again, there is a psalm that has the words for you. And there are other days like these, where anger and rage fill you over the injustices you see around you, the tragedy and heartbreak you must endure, but you can't find the words. There is a psalm that has words for you. And days like these, a deep loneliness, sadness you just can't get rid of, or confusion and uncertainty about God's plans in your life, nagging fears about tomorrow, but you can't find the words. There is a psalm that has the words for you. And if the truth be told, there are also days like these, where it feels like God has packed up and moved away, that God has forgotten you, left you abandoned and alone. You are so sure of it that when you pray and cry out, it feels more and more like you're crying out to an empty space, but you can't find the words. Even on these darkest days, the Psalms have a word for you. Martin Luther has said this about the Psalms. He says, "We find here the book of all saints and everyone, in whatever situation, finds in that situation psalms and words that fit his case, that suits him as if they were put there just for his sake." For your sake, for your situation, the book of Psalms has been called the school of prayer for this very reason. And in today's long and layered Psalm 22 that we read, we run full speed through the ups and downs, the depth and the heights of following and faith. Psalm 22 is classified as an individual lament by scholars. It is truly so. It is the heartfelt cry of one person at prayer. People of God, we need to lament in our lives. James Howell asks this important question. He says, "Have we forgotten how to lay our sorrows before the Lord?" He goes on to explain his words with this. He says, "Perhaps too many of our prayers are half-hearted laments. We lean on God for help and express our discomforts. What we then do not have is patience. We lack an understanding that on this side of eternity, God does not swiftly reply, righting all wrongs and smoothing out all of our paths. We want to piece together a brief lament, a quick prayer request, even strengthened by a prayer chain from friends. And God, we think, should then intervene and give us what we ask for right now. We would really prefer to skip right over the lament, but God lets us stay with the pain, inviting us to meet God in the darkness." Psalm 22 is a lament, a pure lament. In this prayer, God does not get off the hook. The accusation comes in the first words, "Mein Gott, warum hast du mich verlassen?" And now we, like Job's friends, are often so quick to butt in with our explanations and protests as we shout out, "No, it's not true. God has not forsaken or forgotten you. You are mistaken." But in the heart of the one who is praying these words, it is the heart that rules, not the head. And so we read on. "Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk." The painful feeling of abandonment is real. Yes, our heads and our doctrines and our teachings may teach us otherwise,
and we may know them well, that God is everywhere. But that's the head speaking. But there are moments in our faith when the heart says, Warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferner. In this prayer, forsaken is a true word of prayer from the heart. Lament is the kind of prayer that exposes the wound. Lament will not put up with simple answers that want to quickly brush away the pain under the rug. Lament doesn't play games with easy explanations. Maybe you've heard some of them in your own times of deep lament and sadness. People trying to help who say things like, God won't give you more than you can handle. What doesn't kill you makes you stronger. Or this is God's way of testing you. When God closes a door, he opens a window. Now these are all attempts, well-meaning often, to call suffering something other than what it is, to try to make sense of it, to explain it away. The lamenter won't hear of it, though. Prayers of lament call a thing what it is, that suffering is suffering, evil is evil, and death is death. And yet, even in these depths of darkness, in the end, the writer of Psalm 22 ends up crying to the only one he can. Aber du, Herr, sei nicht ferner, meine Stärke eile mir zu helfen. Aber du, Herr, sei nicht ferner, meine Stärke eile mir zu helfen. Grasping at the shreds of faith that are left, the psalmist remembers. The psalmist remembers. He remembers God's faithfulness in the past. Den hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Und da zu ihm schrie, hörte es. In other words, O God, you have pulled me out of the pit before. I remember. Do it again, Lord. Do it again. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? I hope and trust that these words rang a bell for you when you first heard them this morning. These are the words that Jesus spoke from the cross. Like any good Jewish boy of his day, he likely memorized this psalm long ago. And as he suffered in lonely anguish on the cross of Calvary, these words became his personal lament to God. What did he know about God's presence on that horrible day? We don't know. What did our Lord feel and experience on that horrible day? This we do know. Because on that day, Jesus quoted Psalm 22. He made the psalm his own. He felt that God had abandoned him, leaving him high and dry on the tree to die in agony. What he felt was true and real. We cannot say otherwise. When he quoted Psalm 22 on the cross, I believe that Jesus took the psalmist's prayer and made it his own. He lived the journey of this psalm. Ich bin aber ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. And then something amazing happens. Late in the words of this psalm, late in the day, comes the great reversal. Something changes. Something happens. We don't know what, but lo and behold, now to our great surprise, there is praise on the lips of the psalmist. The same one who began this prayer convinced that God had forgiven, forgotten, and forsaken him, now offers words of praise to this same God. Just listen. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Geliebte erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden,
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. The psalmist has found new life, new hope, a new confidence in God's abiding presence once again. It is a new birth. It is a new birth. And this is why I have come to call this sermon and this psalm a psalm for Easter. Psalm 22 is a drama, an inner movement that carries the reader to a surprise ending, from the agony of abandonment and forsakenness to the shock and promise of an empty tomb, from cross to resurrection. All laments do this. The outpouring is raw, but in the end there is some miracle of grace, an unexpected, stunning shift from lament to praise. Psalm 22 starts with sorrow, but ends with an Easter song. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will meine Geliebte erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn tragen, werden ihn preisen. Forsakenness is over. It is a thing of the past. For the psalmist, Easter has come. Finally, and dear friends, in your faith, whatever day it is for you, in your forsakenness, your abandonment, as long as you are sure you are, I dare say that in the same Jesus who once prayed this psalm, your praise will come. Your praise will come. Easter does not depend how you feel about it. And I don't say this casually, in no way watering down the real struggle that faith can be for all of us sometimes. I do not sweep away genuine doubt or pain or anger at God or sadness, but God still, after all, is always more mystery than light. God will always be more questions than answers. That's why we must learn to lament. But we, the church, believe that this same mostly mysterious God has revealed to us just enough, a sliver of light that has emblazoned this whole broken world with hope. And that sliver of light is Jesus. For God has shown us the Son, crucified, forsaken, left to die, and on the third day raised. On the third day raised. Never forget this. He was forsaken so that you never will be. He was forsaken so that you never will be. Your praise will come. Count on it, for Christ is risen. Alleluia. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute ist Predigt Opferliedes 406, 1 bis 6. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Thank you.
Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, so in Freude wie in Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Wegs bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich Leben zu dir hält. Bleib mir nah auf dieser Erden, bleib auch, wenn mein Tag sich neigt. Wenn es nun viel Abend werden und die Nacht herniedrig zeigt, lege segnend dann die Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Bleib mir dann zur Seite stehen, traut mir vor dem kalten Tod, als dem kühlen, scharfen Wehen vor dem Himmelsmorgenrot. Fehlt mein Auge dunkler Trübler, dann erleuchtet meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. In our prayers this morning, we of course want to pray for the family of Edna Brookman, for those here, Erna and Irene and Willie and family, as they mourn the death of their mother and sister this day. The funeral will be this Saturday at 11 o'clock here at St. John's. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, du bist die Liebe, in deinem Sohn hast du die Welt vom Tod erlöst. Mit ihm lässt du Hoffnung und Leben auferstehen. Wir kommen zu dir mit unserem Sehnsuchten und unseren Sorgen. Gott, der du Liebe bist, wir bitten dich für deine Kirche. Wende aller Lieblosigkeit und schärfe den Blick für deinen Ruf. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir zahlen für den Frieden in unseren kämpfenden und strebenden Welt, in der Ukraine und in Russland, im Sudan, in Israel und Palästina, in Myanmar. Beten wir für diejenigen, die Hunger leiden und unter der Dürre und den Auswirkungen der Bürgerkriegs leiden. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere eigenen Obdachlosen und Verletzten, dass sie Zuflucht, Sicherheit und Frieden finden können und dass wir, wie wir genannt werden, Werkzeuge dieses Friedens sein können. Wir rufen zu dir. Wir beten für die Kranken und Kämpfenden, die sich auf einen Heilungsweg in ihrem Leben befinden. Wir erinnern uns an Kadira Fraser und wir gedenken auch derer, die trauern, vor allem der Family unseres Bruders Helmut Engelke und Schwesters Edna Brookman. Möge der Trost und die Kraft unseres guten Hirten aller trösten, die ihn anrufen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Lebendiger Gott, in Christus hast du uns Heilung und Heil für alle Zeit verheißen.
Lass uns erleben, wie dein Geist und deine Kraft die Welt verändern. Nimm dich unsere Bitten an und erhalte uns in der Hoffnung durch Jesus Christus, der uns befreit zu neuem Leben und mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaftig würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken. Durch unseren Herrn Jesus Christus, ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Darum loben die Engel deiner Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit heiligem Jubel, mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei der, da kommt im Namen des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen, denen sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr trinket zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Kommt, es ist alles bereit. Seht, wie freundlich der Herr ist.
Lasst uns beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine gesegneten Gaben. Wir bitten dich, du wollest uns durch diese Gaben im Glauben an dich bewahren, in der Liebe verbinden und in uns die Hoffnung auf das ewige Leben befestigen, um deines Sohnes Jesu Christi, unseres Herrn willen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Sitzen Sie sich. Guten Morgen, herzlich willkommen. Schönen Sonntag, everyone. Good morning today. And wish you well. And again, our sympathies to the Brookman family and those who mourn Edna's passing. We will have the service, as I said, this Saturday at 11 o'clock, and you, of course, are all welcome. I don't have any other announcements except our next German service is in 2 weeks. So 2 weeks we will gather here again. And heute ist auch Kaffeestunde, so bitte bleiben Sie und genießen Sie. Wir singen heute das Ausgangslied 330. Wir singen 1 bis 3 und 7. 1 bis 3 und 7. Stellen Sie sich bitte.